Hallo und willkommen zurück zu Dungeons 3. Und sie sind immer noch am Sterben, die Gegner. Was war eigentlich die Ultimate-Kreatur der Untoten? Wie ein Perk. Soldsenkung, yay. Von den Untoten. Gibt's überhaupt einen? Grabholung, glaube ich, war das? Oder war es ein Zweier? Gott, damit. Stimmt, aber den haben wir hier nicht. Gibt's den? Vielleicht haben wir den noch nicht. Ja, dann gehen wir mal auf. Kreaturen. Grabgolem, genau. Nee, der Kugelort rechts unten, da ist er, aber. Ja, nee, ich meine, es ist schon der Grabgolem, aber den haben wir auch nicht. Okay. Ich dachte den. Ich dachte, wir hatten. Ach komm, dann kriegst du es jetzt, bevor es jemand kriegt. Das die Karte fleißig erkundende Böse hatte noch weitere Verseuchte ausgemacht. Es wusste, was zu tun war und wetzte bereits die Messer. So, da wetzte wieder. Die Tore von Valhalla öffnen sich bereits. Sehe und staune, Talia. Ja, nachdem wir auch Wiederbelebung haben, ist mir das auch wurscht, wenn ich andere Kreaturen verliere. Ich sollte nur irgendwann mal wieder den ganzen Kreaturen raus. Aber irgendwann. Das sind so Nebensachen. Richtig. Ah, da ist noch eine Kugel. Ja, vielleicht sollte man die Klappe mal. Das stimmt schon. Hey. Es ist Zahltag. Autsch. Oh, Geld. Das war teuer. So, ich würde sagen, wir machen jetzt. Krieger Valhallas! Ja! Wieder mal hier ein Tor, wo wir hier alles nehmen. So, wir brauchen dich nicht. Dich nicht. Und dich nicht. Und beim Rest. Oh, der wird noch wiederbelebt. Kannst du nicht mal bei allem wiederbelebt werden? Oh, können wir machen, dass er komplett wiederbelebt wird, bitte? Genau, danke. Dankeschön. Run faster. Du darfst trotzdem mitkommen, weil du wirst draußen einfach geheilt. Ich finde meine Killbox inzwischen schön. Wobei. Ist ja vollkommen sinnlos, aber sie ist schön. Deine was? Killbox. Eine Killbox. Meine Fallenbox davon. Mir fällt gerade auf, dass der Kerl natürlich erstmal seinen Panzer wieder braucht. Weil die ganzen Feuereffekte, die ganzen Eiseffekte und anderen so ausmachen. Aber egal, das sieht schon aus. Ja, ich glaube, da kam gerade Gegner. Wo rennt ihr hin? Die Kreaturen verlassen das Spielfeld. Was? Oh, schön. Ab ins Dunkle. Ja, es kommen wohl weiterhin Gegner. Das ist gut so, wir brauchen noch ein paar Kills. Perfektes Timing. Sie kommen lieber zum Verdrescher. Gut. Ich muss hier nichts mehr tun. Alles ist gut. Sehr schön. So, ist jetzt hier noch ein Goblin? Nein. Ich dachte, da müsste noch ein Goblin sein. Komisch. Dann nicht. Ist hier noch ein Goblin? Ah, hier sind noch zwei Goblin. Was ist der denn? Da hinten? Was ist der da hinten? Der ist auch da hinten. Ja, wo laufen sie denn? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die sollen endlich mal ihr Ding abholen. So, läuft. Und da sterben sie da fröhlich vor sich hin. Ah, oh, das ist gut. Ja, ihr könnt mich trainieren. So, weiter geht's. Diesmal wieder mit Armee.
Oh, stimmt, ich muss die Sachen opfern. Genau, opfer mal. Gut zwei Drittel der benötigten Helden waren geopfert. Das sich bald selbst beschwörende Böse rieb sich schon die Hände. Haha, mit Thanos würde es den Boden aufwischen. Dein abscheuliches Treiben findet jetzt ein Ende. Stirb, blasphemische Abscheulichkeit! Ich hab grad keine Ahnung, was hier gerade passiert. Irgendwie kriegen wir auf irgendwas. Ich will nicht hier sterben und überhaupt sowieso, aber. Dinge passieren. Ja. Das Übliche. Wir haben Defibrillatoren, von daher kann ganz so schlimm sein, was hier passiert. Ja. Ich würde trotzdem mal die Priesterin umhauen, danke. Dem hab ich's gegeben. Ja. Da ist schon wieder eine Priesterin. Witzin. Lass das mal. Lass das, ich hasse das. Die halten die Tür. So, der Thronwächter wird gerade ein bisschen rumgeschoben. Fein. Gut. Mehr zum Opfern. Sehr gut. Die Goblins halten es echt nicht aus, ohne in ihrem Panzerdingens da. Der ist schon wieder rausgefallen. Aber egal. Dann schickst du ihn zu Tor. Nein. Ich? Nein. Niemals. Nein. 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 Was würde ich denn machen? Die Tore von Valhalla öffnen sich bereits. Juhu. Sehe und staune, Talia. Können wir nicht einfach irgendwie so direkt das Tor mit dem Portal verbinden? Das ist einfach so. Rein, raus? Nee? Mhm. So, vierte Bösartigkeitsinsel. Vierte? Yay. Fünfte. Oder auch alle. Mhm. Das Forsch mit dem so. Das Forsch. Oder auch my job here is done. Tja, jetzt müssen wir noch warten, dass wir genug Leute opfern können. Gruppen von Valhalla! Vernichtet das Böse! Kommt mal zurück. Komm. Macht Spaß. Trainiert. Macht was, wenn ihr lustig seid. Bisschen Wellness, bisschen was essen, ja. Genau, ihr bisschen mehr Arena. Ja, teleportieren können sie auch schon, sehr gut. Mhm. Nein, der Friedhof hat nicht volle Ding. Effizienz. Oh no's. Der Friedhof. Nein, das geht nicht. Katastrophe. Der Horror. Ja. Ist voll schlimm und so. Ich glaube, ich mach das jetzt mal hier so. Was machst du hier so? Ich brauche jetzt hier unten links eine Abkürzung, weil dann kann ich nämlich unten bei dem Diamanten eine Schatzkammer hinbauen. Mhm. Burn, baby, burn. Ja, nur der Wächter interessiert sich dafür nicht so wirklich. Nee, irgendwie nicht so wirklich. Gut, dann schaut dann man halt doch mal. Uff. So. Besser. Hm.
So, wie viele brauchen wir jetzt von denen noch? 13. 13? Ja, gut, wir brauchen halt dann wahrscheinlich nochmal irgendwie 60, weil, ne? Ja. Plus X halt. Gewisse Erzähler, gewisse Anforderungen haben, aber sonst. So, jetzt möchte ich aber auch trotzdem noch irgendwie Feinde in eurem den Kugel dort erforschen. Auch das noch. Ja, klar. Ja, und die ganzen Hordenkreaturen trainieren dabei. Schön fleißig. Ja. Ruckel. Irgendwie ruckelt's gerade. Okay. Wahrscheinlich, weil du geopfert hast oder so. Weiß nicht, vielleicht. Stimmt, ich wollte eigentlich die hier aufnehmen. Jetzt geht's. Ist noch einer, noch zwei. Nee, ich hab die Skelette rausgehauen, los. Ah, okay. Trotzdem sind wieder zwei im Dungeon. Ja. So, mit denen sollten wir zumindest mal die Default-Anforderung erfüllen. Die Baseline erfüllt haben wir. Geschafft. Dass ich für 150. Die Beschwörung noch frisch machende Böse hatte genug Helden geopfert. Seiner Ankunft stand nichts mehr im Wege. Aber konnte es noch ein wenig länger aushalten? Das hört sich ja fast nach einer Herausforderung an. Tja, natürlich halten wir die Stellung. Noch ein bisschen zumindest. So, erstmal Grubenlord. Bam. So, kann ich den jetzt auch noch holen? Wenn ich Geld habe. Wenn wir Geld haben. Ja, Snots sind gerade beschäftigt, sorry. Ja, du willst eine riesen Schatzkammer, ich sehe es schon. Ja. So, jetzt machen sie ganz viel Gold. Jetzt machen sie unendlich viel Gold. Gut so. Ich hätte gern so einen Autoslapper, den ich neben Gold anstellen kann. Bald das werde ich neue Helden apropos aus Helden. Opferst du? Ah, kann ich machen, ja. Das sieht sehr lustig aus. Streben bei denen auch noch die Schwindelzeichen an der falschen Stelle rum? Naja. So halb. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein! Es ist ein Held, der von der Hand des Bösen direkt in die Opfergrube geworfen wird. Wir haben Baphomet, der irgendjemanden verfluchen kann. Hat aber keinen Schlaf. Ich dachte Baphomet. Okay. Wer ist das jetzt? Das ist was? Untot. Untot, ja. Ja, da ist es wohl möglich, dass der Friedhof jetzt inzwischen so klein ist. Ich baue mal noch einen größeren Friedhof. In der Hölle ist kein Platz mehr. Ja, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist. Ja. Doch. Das passt genau zu den Referenzen im Spiel. Das passt schon. Ihr tapferen Männer und Frauen von Valhalla, vernichtet unsere Feinde! Also jetzt sollte er aber Platz haben. Ja, hoffe ich auch. Wo ist er denn? Nur ein Toter war das, oder? Kein Dämon. Ah nee, Moment. Das ist ein Dämon. Ha, 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 ha. Ja, okay, gut. Zahltag. Dann brauchen wir einen Vortex. Und Geld, das wir gerade nicht haben. Ja, eigentlich ist der auch recht gut. Überrascht. Da. Ich auch mal eine Runde. Ah, ja, danke. Also, wo muss ich jetzt drauf zielen? Genau, aufs Loch. Komm, fall rein. Ja, läuft. 105. Auf 45. So, jetzt haben wir eigentlich auch einen recht großen. Ah, sehr gut. Da ist das Ding. Ja, das ist 4x4. Wo? Wo? Links oben. Wo Talia gerade ist. Ja, aber ich meine, also, da muss man schon eine Tür dazu machen.
Eigentlich nicht, aber okay. Doch. Eigentlich nicht. Doch. Übrigens arbeitet mal wieder kein Snot. Du hast ein Skelett in der Hand. Kein Snot. Was? Mit mir angezeigt. Hab ich nicht? Mit mir angezeigt. Nee. Kein Snot schürft Geld. Was machen die denn schon wieder? Weiß ich nicht. Sachen bauen. Ah, Leichen schleifen. Ja. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Hat man schon. Es ist ein Held, der von der Hand des Bösen direkt in die Opfergrube geworfen wird. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja. Wollt ihr da weggehen, dass die da bitte... Ach man, was sollen das jetzt? Ihr dummen, dummen Viecher, echt. Ja, wir könnten die Tür verbarrikadieren. Nee, das macht keinen Sinn. Dann kommt hier keine Snuts mehr durch. Ich könnte dann, wenn die Tür nicht gebaut ist, die Tür unten verbarrikadieren und Snuts dann einsperren. Was ich wahrscheinlich auch machen werde, aber... Weil jetzt momentan wohl sie da unten hingehen und ihr sollt holen, die Deppen. Aber ja, wenn die Snuts können, teleportieren. Ja, nee, ich kann vor allem halt welche reinstecken und die Tür zusperren. Das geht schon. Okay, Leute. Werft mich über den Feind ab. Geht mal ganz weit weg. So. Ganz weit weg. Du. So, opfern. Hört ihr noch die leiser werdenden Schreie? Auch gedrückt halten, ne? Ja, das ist der Held. Ja, dann packe ich aber daneben. Das war nicht gut. Was? Nee, bei mir sind alle reingefallen. Bei mir sind drei daneben geflogen. Okay, ne, also wenn du wirklich in der unten mittel vom Ding bist. Ja, bei mir hat es bis jetzt immer funktioniert. Aber, ja. So. So. Drei noch. Also, hab ich noch. So viele Antworten. Du ist da. Es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? 18 wollen wir noch. Das heißt, es ist einmal ein Held, der von der Hand des Bösen direkt in die Opfergrube geworfen wird. Der hat ganz schön viel Bosartigkeit. Jetzt bräuchte man nur noch so viel Geld. Wir müssten das umwandeln können in Geld. Das wäre toll. Gibt's nicht so einen Zauber? Nicht, dass ich wüsste. Und wenn, dann braucht er Mana und keine Bösartigkeit. Apropos Mana. Was haben wir denn noch nicht erforscht? Bald werden neue hier, Truppen aus Valhalla eintreffen. Das hier. Schneller, ich muss die Tür zusperren können. Oh, wir müssen Lektorium verbessern. Shit. Hatte ich schon. Da müssen wir ein neues bauen. Und das kann man nochmal verbessern. Ach, kann man nochmal. Egal, wir müssen trotzdem ein neues verbessern, weil wir eine Schriftrolle brauchen, die wir einlagern können, das, was wir verbessert haben. Ja. Dann fand ich mal, oder? Ja, eben. Und dann schippt man ein bisschen auf und dann passt das schon. Gut, ich schätze gar nicht. Nee, wieso? Wir machen sie einfach größer, weil die müssen ja gelagert werden. Ja, aber da unten ist Geröll. Ach so, du meinst in der Mitte. Stimmt, in der Mitte kannst du wegmachen. Da können wir die Wand wegmachen, das stimmt. Da machen wir die Wand weg. Forschung verbessern. Truppen von Valhalla, vernichtet das Böse! Na, nett, was... Nix, alles gut. So. Ruhig mir, dann bauen wir hier noch ein Halle der Entspannung. Genau hier. Damit unsere Dämonen auch stärker aufsteigen. So.
Es ist Zahltag. Nochmal. Das Lektorium verbessern. Perfekt, jetzt haben wir nämlich 48 und das wird nochmal mehr. Schön. Der Grubenlord wird auch nochmal besser. Ah, und der Burger gleich mit. So, wie sieht's aus? Haben wir jetzt... Ist es ein Vogel? Nee, ist es ein Flugzeug? Ja, du machst grad. Nein! Es ist ein Held, der von der Hand des Bösen direkt in die Opfergrube geworfen wird. Okay, ja, da kommt schon der Nachschub, der reingeworfen werden darf. Yep. Da kommt viel Nachschub. Kann man jetzt durchgehen? Nee. Das sieht deutlich aus. Die oben sind, glaube ich, die von rechts. Alles wäre so ein Dreier-Wave. Wo ist eigentlich der Dämon? Macht der Sinn so den ganzen Tag? Hier, Level 3. Die könnten wir eigentlich mal zwingen, dass er trainiert. Entschuldigung, dürfen wir mit Ihnen über unseren Herrn und Meister, das absolute Böse, reden? Oh, Sie werden gerade geopfert. Na dann später vielleicht. Das jeder Herausforderung hinterherjagende Böse hatte mehr Helden geopfert, als die Erschaffer dieses Titels sich je hätten träumen lassen. Aber gut, das waren auch extreme Versager. Wo war ich? Wie auch immer, der Opferdurst des gesättigten Bösen war gestillt. Es konnte sich nun guten Gewissens beschwören lassen. Also Flo, jetzt weißt du's. Dann ist die Frage, ob wir es halt noch mehr reinpumpen können. Warten wir die Wave noch ab. Einmal geht noch. Einer geht noch rein. Also das Achievement haben wir gekriegt. Ja, das ist mir wurscht. Wir haben noch welche. Ich meine, wenn die Zahl über 150 geht, dann, ne? Mhm. Dann hat da einfach niemand eingebaut, if... Na, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, nein. So gute QA und alles. Schau, ist mich schon mal 60. Nee, da geht noch was. Da geht noch was. Wir waren bis 200, aber mir echt nicht. Es dauert nämlich gerade viel zu lang. In der Zwischenzeit, was können wir denn noch verbessern? Wir können mal Arachniden, weil wir es können. Und Opfern jetzt halt die jetzt noch da sind und dann gehen wir hoch und machen alles tot. Die Armee kann man noch vergrößern, wenn wir genügend Forschung, nee, Gold hätten. Das haben wir alles, das haben wir alles. Ah, du hast den Schaden gar nicht verbessert. Den habe ich nicht verbessert? Den Schaden automatisch. Meine Macht wächst. Manuel. Bald fallen. Werden sich die Truppen von Valhalla erheben. Braucht man ja nicht. Ja, aber ist trotzdem ganz lustig. Coole Idee. Ja. Komm. So. Alles, was da war, ist geopfert. Backmas. Aber jetzt sind wir nicht auf 200. Nö, aber es ist alles weg, was wir haben. Okay, dann drücke ich da jetzt drauf. Weiß nicht. Es ist soweit. Endlich. Zeit, Thanos in den Hintern zu treten. Niemals, Abscheulichkeit. Du hast hier keine Macht. Du kannst nicht vorbei. Dein Bart ist nicht grau genug. Ha. Wir haben es geschafft. Na dann. Ohne dass irgendwas passiert ist. Gestorben. Wir sind so gut. 17.000 Evilness. Upsi. Immerhin haben wir mehr Geld als Evilness bekommen. Gerade so. Ja. Yay. Wir sind so gut. 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 Dann. Dann drücke ich mal zurück zur Kampagne, weil vielleicht kommt jetzt ein Video. Kommt. Kommt. Dann drücke ich da mal drauf.
Endlich war es soweit. Das absolute Böse entstieg den Tiefen des Tempels. Keine Sekunde zu früh, denn Thanos ließ aus seinen Portalen erneut unzählige Helden herausströmen. Doch diese Helden waren natürlich keine Gefahr für das unsterbliche Böse. Eher ein nettes Aufwärmtraining. Mit Freude schnetzelte es sich durch die Gegner, sodass deren Blut nur so stob. Das wird der USK gar nicht schmecken. Und es ist uns egal! Nachdem diese Gegner vernichtet waren, wandte sich das abartige Böse Thanos zu. Ein episches Duell begann. Die Kräfte der beiden Kontrahenten tauchte sie kurzzeitig in helles Licht, während Blitze voller Energie durch die Luft zuckten. Sie tauschten einige Schläge aus, um dann in epischer Pose in einem Starrwettstreit zu verharren. Ein klischeehafter Kampf, wie man ihn aus jedem zweiten Anime kennt und der dort gut drei Episoden mit den immer wieder gleichen Einstellungen füllt. Doch die Gegner waren sich nicht so ebenbürtig, wie man glauben wollte. Thanos erkannte, dass er dem absoluten Bösen nicht gewachsen war. Furcht bemächtigte sich seiner, als seine Niederlage absehbar wurde und sein Mut und Kampfeswillen schwanden. Doch seine Göttin zeigte Erbarmen, als er flehende Worte an sie richtete. Sie schützte ihn mit einem göttlichen Schild, damit er sich mit seinem Heimstein in Sicherheit teleportieren konnte. Das absolute Böse stieß wüste Beleidigungen aus, was jeder, der mit dem handwerklichen Kriegsspiel vertraut war, nachvollziehen konnte. Dummerweise hatte das nicht sprechende Böse keine Stimme, sodass es nur lautlos vor sich hin zischte und drohend die Hand schwenkte. Leider konnte es nicht ewig an diesem Ort verweilen, und so verschwand das heimelige Böse wieder. Talia aber hatte Blut geleckt. Die Schmach ihres Versagens saß tief und veranlasste sie dazu, Thanos zu verfolgen. Sie trieb die Armee des daheim nun eisgekühlte Getränke schlürfenden Bösen zu einem Gewaltmarsch in Richtung der Hauptstadt an. Wenig später stand Talia vor Sturmluft, bereit, den Konflikt ein für alle Mal auszutragen. Gut. Feuert. Ja, dann geht's ja beim nächsten Mal richtig los oder so ähnlich. Beim letzten Mal. Mhm. Beim letzten Mal ging's, nee, wie auch immer. Wait. Jetzt bin ich verwirrt. Das sollten wir bis zum nächsten Mal nochmal überdenken. Wie auch immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Jo. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus.